Willkommen auf Crispy Invest. Heute schauen wir uns die PayPal-Aktie mal genauer an und wie sie sich vermutlich die nächsten Monate, Jahre entwickeln wird. Dazu habe ich einige Nachrichten gesammelt. Schauen wir uns den Verlauf mal aktuell an. Ja, das sieht man, in den letzten Jahren hat man das nicht so gern gesehen oder nicht so oft gesehen, aber jetzt sieht man das mal, dass die PayPal-Aktie auch mal steigen kann. Tatsächlich, die ist ja seit Juli ungefähr, Ende Juli, ist sie deutlich gestiegen, um knapp 40%, glaube ich. Schauen wir uns das mal an, ja, 39%. Und die Jahre davor sehen wir jahrelang, was doch eben entweder eine Tendenz nach unten oder eben eine Seitwärtsbewegung, weshalb dann auch viele auch verkauft haben, weil man gedacht hat, okay, die wird nicht steigen. Aber die ist gut gestiegen, wie gesagt, um knapp 40%. Wir sind bei 74 Euro aktuell. Aber wir hatten auch mal Zeiten, wenn ich das mal vergrößere, ist das immer noch, naja, 74 Euro. Hier hatten wir mal 250 Euro in der Spitze, 262 Euro sogar. Also Spiel nach Luft nach oben ist auf jeden Fall da. Also das heißt nicht, dass das eben das Ziel ist oder dass es erreicht werden muss quasi. Aber man muss nicht sagen, dass die PayPal-Aktie mit den 74 Euro einfach überteuert ist. Und darauf spielen aber einige Analysten jetzt an. Dazu kommen wir jetzt noch. Das ist natürlich jetzt die Frage, wenn man in PayPal investiert ist, Aktien dazu hat, soll man die verkaufen jetzt? Ganz sicher nicht. Soll man investieren? Ist man jetzt zu spät dran? Bin ich auch der Überzeugung, dass es nicht so ist. Aber ich will das natürlich auch unterstützen, natürlich auch mit Nachrichten und Analystenmeinungen. Also gehen wir einfach mal weiter. Überraschende Einschätzung. Und zwar hat der das Analysehaus UBS war das, glaube ich, hat dann eben Bernstein Research, Entschuldigung, hat dann eben die Aktie von Outperform auf Market Perform abgestuft, weil es eben wachsenden Wettbewerb sieht und Unsicherheiten über langfristige Wachstumsentwicklung von PayPal. Warum die das so sehen, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht so, aber wir schauen uns das einfach mal an. Und hier meint man hier auch auf Finanztrends, dass es auch mal bei 300 Dollar lag, die Aktie, also dass so abgestuft werden soll und dass da kein Wachstum gesehen wird, ist irgendwie, versteht man hier entsprechend auch nicht. Und ja, auch der Aktionär vor einigen Tagen, jetzt vor 5 Tagen, hieß es dann auch, ist die Rallye jetzt vorbei, geht das dann wieder abwärts. Hier ist wieder auf diesen Outperform, auf Market Perform, auf die Abstufung wurde da angesprochen. Das kam dann eben entsprechend auch zu einer Seitwärtsbewegung. Aber dann hat man gesehen, eben, das geht doch dann entsprechend weiter. Also der Aktionär ist zuversichtlich, dass noch höhere Kurse drin sind, bin ich auf jeden Fall auch. Es kann natürlich dazu kommen, dass es mal dann tatsächlich wieder seitwärts geht, weil eben die Aktie doch sehr gut gestiegen ist. Aber ich glaube, langfristig kann sie doch relativ gut steigen. Und zwar aus folgenden Gründen. Hier am 25. September diesen Jahres hat PayPal gemerkt oder auf seine Kunden gehört, das machen ja auch nicht viele Unternehmen leider, und zwar die Business-Accounts, die Business-Konten bei PayPal. Die Unternehmer wollten einfach auch mit Kryptowährung auch handeln, also Buy, Hold and Sell Cryptocurrency, und das haben sie eben auch implementiert, und natürlich nur für die USA, also wir in Europa, wie wir das bekommen, eben ist fraglich, aber für die Vereinigten Staaten ist das wohl geplant, dass das eben so kommen soll, dass man über PayPal, über seinen PayPal-Account quasi auch Kryptowährungen kaufen, verkaufen kann und halten kann. Man dazu quasi keine zweite App braucht. Das ist natürlich alles schön, die ganzen Finanzen in einer App drin. Das sorgt natürlich dann auch für mehr Marktvolumen dann auch, das eben über PayPal dann laufen wird. Was auch richtig gut ist, ist Fastlane bei PayPal. Was sie auch schon implementiert haben, das gibt es eigentlich schon. Und zwar mit PayPal kann man ja relativ schnell zahlen, auch wenn man in so einem Online-Shop irgendwie unterwegs ist, indem man das eben, wenn dieser Shop das anbietet, mit PayPal verknüpft wird und dann muss man das irgendwie nochmal verifizieren, kriegt eine SMS oder sonst irgendwie, dann loggt man sich dort nochmal ein und was auch immer und bestätigt das 4-5 Mal und dann geht das dann auch, was relativ schnell ist, besser wie wenn man eben alle Daten händisch einfüllt. Aber Fastlane ist nochmal ein bisschen schneller, wo man eben einfach nur eine E-Mail-Adresse eingibt. Man bekommt eine SMS, wie man hier sieht. Und dann bestätigt man das mit dem Code und dann werden alle Daten eben von PayPal hineingezogen, wo man es hinschippen möchte, also die Lieferadresse etc. Und dann drückt man einfach auf
kaufen und kaufe das dann direkt. Also viel schneller geht es tatsächlich nicht. Deswegen Fastlane auch genannt, haben sie auch entsprechend implementiert und das gibt es auch schon. Und das ist natürlich auch eine coole Sache. Also viel schneller geht es auch nicht. Meistens ist es ja so bei Online-Shops, dass man sich halt ärgert, dass man da ständig alle seine Daten eingeben muss oder auch wenn man PayPal zahlen muss, dass es da auch ab und zu mal abbricht. Aber so eine E-Mail ist eigentlich relativ schnell gemacht. Auf dem Handy geht das dann auch relativ schnell. Also beim iPhone kenne ich das, dass der Code dann auch direkt übernommen werden kann von der SMS. Also es ist schon wirklich sehr fast dann in diesem Produkt, was auch sehr dafür spricht. Natürlich hat PayPal noch andere Lösungen. Venmo zum Beispiel kennt man hier in Europa gar nicht, gibt es in den Vereinigten Staaten. Ist auch ein Produkt von PayPal. Und hier will ich mal ein bisschen auf die Zahlen eingehen von Venmo. Wie sich die Zahlen entwickelt haben über die Jahre. Also der Umsatz hier sieht man, Jahr über Jahr ist er gestiegen. Also er hat sich vermehrfacht quasi in den letzten Jahren, 2023, 1,1 Milliarden, wenn ich das richtig lese, an Umsatz. Und Payment-Volumen, also alles steigert sich relativ gut. Aber das gibt es halt hier nicht in Europa, nur in den Vereinigten Staaten. Und Annual Users, also das steigert sich auch. 83 Millionen sind wir hier aktuell. User sind hier aktiv. Und die Valuation, also die Einschätzung, wie viel das wert ist, da sind wir bei 38 Milliarden sind das in 2020. Das ist schon wirklich extrem, hat sich sehr gut entwickelt. Hier sind noch andere Konkurrenten. Square, Zelle kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber hier sieht man, dass Venmo doch eigentlich gut mithalten kann. Und sich einen Marktanteil doch verschafft hat. Und das spielt natürlich alles in die Finanzen von PayPal, was auch sehr vorteilhaft ist. Also PayPal macht nicht nur das, was wir kennen, eben einfach nur eine Bezahlung, sondern die streuen natürlich in alle Finanzprodukte hin rein, auch sogar hier in die Kryptowährung. Also PayPal hat eine Stablecoin, was eben geknüpft ist an den US-Dollar und dadurch ist er eben entsprechend abgesichert. Und der soll auch sehr sicher sein, wohl angeblich. Ich habe den nie genutzt, aber das soll sehr sicher sein und das funktioniert auch entsprechend jetzt schon. Schauen wir in den letzten Bericht, in den Halbjahresbericht, 30. Juli, das ist schon einige Monate her, aber dennoch machen die natürlich auch Aussagen über das laufende Quartal. Und da gibt es ein paar schöne Informationen dazu. Das überspringen wir einfach mal. Hier wird nochmal Fastlane proklamiert. Dass es doch sehr gut sei und was man eben alles macht für Small, Medium Businesses, Large Enterprises. Also die versuchen natürlich alles abzudecken, was so Unternehmen so an Finanzlösungen so benötigen. Wir sehen hier schon im Halbjahresbericht, dass er eben um 8 bis 9 Prozent gestiegen ist, der Umsatz. Total Payment Volume, der Zahlungsvolumen ist um 11% gestiegen entsprechend. Also es sind eigentlich stabile, gute Zahlen. Das sind jetzt nicht zweistellige Zahlen, aber trotzdem im hohen einstelligen Bereich. Das ist ja besser, wie wenn es irgendwie dann doch davor ein Minus stehen würde. Also das sieht relativ gut aus. Das überspringen wir hier. Den Umsatz haben wir schon besprochen. 8% ist es schon gestiegen. Und hier die Guidance ist natürlich wichtig. Also der Ausblick quasi auf das dritte Quartal. Der Umsatz soll nochmal Middle Single Digit Growth, also 4, 5, 6%. Wahrscheinlich nicht, 7, naja, weiß ich nicht, aber so um die 5% herum soll es nochmal steigen. Das ist natürlich ein bisschen weniger wie jetzt 8%, aber dennoch, Anstieg ist auf jeden Fall hier geplant, was natürlich auch wiederum gut ist. Also es sieht eigentlich ganz gut aus und ja, PayPal selber ist auch sehr zuversichtlich, dass sie weiterhin den Umsatz steigern werden. Schauen wir uns die Analystenmeinungen ein, die Einschätzungen. Ja, die meisten sagen einfach, halten einfach. Niemand, oder einer hat keine Meinung. Niemand sagt, dass man verkaufen sollte. Also ich würde auch empfehlen, so eine PayPal-Aktie aktuell niemals zu verkaufen, dass sie jetzt irgendwie abstürzen sollte oder sowas irgendwie. Davon gehe ich gar nicht aus. Also müsste schon irgendwie eine große Schlagzeile kommen, dass man sagt, okay, PayPal stürzt jetzt tatsächlich ab. Viele meinen, man sollte weiterhin noch kaufen. Bin ich auch der Überzeugung, wenn man nicht kurzfristig einfach irgendwie sich denkt irgendwie, dass die Aktie jetzt irgendwie zweistellig sofort irgendwie hochschnellt. Das glaube ich zwar nicht, aber peu à peu wird sie steigen. Oder man kann, wenn man nicht investiert ist, kann man natürlich ein bisschen abwarten, das auf die Watchlist nehmen und dann eben, wenn es eben Rücksetzer gibt,
die nächsten Tage, Wochen, dort eben vielleicht zu einem günstigeren Zeitpunkt, vielleicht unter 74 € einfach einzusteigen. Weiß nicht, ob man da die 70 € noch sieht, aber vielleicht ein paar Euro irgendwie, wenn es dann doch irgendwie einen Rücksetzer geben sollte. Spätestens da sollte man einsteigen, wenn man die PayPal-Aktie kaufen möchte. Und hier sieht das Bild genau gleich aus, hier bei Aktienguide. Nichts Neues eigentlich. Die Mehrzahl sagt, beim anderen war es ein bisschen andersrum, aber man sieht zumindest eine Tendenz. Ein Kursziel ist auf jeden Fall da. $83 ist zwar nicht sehr hoch, aber wenn man langfristig denkt, geht man wahrscheinlich hier Richtung 100 und 150 Euro oder auch sogar, ja, und auch Dollar. Dementsprechend muss man einen langen Atem haben hier bei PayPal, wenn man da investieren möchte. Genau, schauen wir uns zuletzt nochmal den Kalender an. Das möchte ich noch anmerken. 29. Oktober diesem Monat gibt es eben diesen Quartalsbericht für das dritte Quartal. Ja, wenn man investieren möchte, muss man eben die nächsten 2 Wochen genau im Blick haben. Wenn es da Rücksätze gibt, dann ist der richtige Zeitpunkt zu investieren. Ich glaube nicht, dass sie im dritten Quartal schlechte Zahlen liefern werden. Das wird schon wieder sehr gut aussehen. Auch für das vierte Quartal wird es wahrscheinlich wird's keine Rücksätze geben. Das Weihnachtsgeschäft kommt natürlich auf einen zu. Da können die jetzt nicht viel Schlechtes wahrscheinlich berichten. Dementsprechend bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass es noch sehr gut aussehen wird für PayPal, wenn auch eben Rücksetzer schon einkalkuliert werden müssen. Genau, das wäre es zu meiner Einschätzung für PayPal. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.